Mein Name ist Katrin Schaar. Ich bin gelernte Hundepsychologin nach Thomas Rippe und arbeite mobil in Wien und Umgebung. Eine gute Bindung ist wichtig für die Mensch-Hund-Beziehung. Das bedeutet aber nicht, dass der Hund bedingungslos und gehorsam zeigt, sondern vielmehr besteht eine gute Bindung aus Vertrauen und Respekt. Hunde verzeihen sehr wohl sehr viel. Allerdings stimmt es nicht, dass die Liebe eines Hundes zum Menschen unzerstörbar ist. In der Natur ist es so, zum Beispiel bei Wölfen und Straßenhunden, dass Individuen, die sehr stark gemobbt werden oder auch verprügelt werden von anderen, dass die irgendwann abwandern. Diese Möglichkeit haben unsere Haushunde nicht. Hunden ist ihr soziales Gefüge sehr, sehr wichtig. Dabei sprechen wir jetzt nicht von Rangordnung, Dominanz oder Alpha, sondern Hunde in einer harmonischen Gruppe gehen auch sehr liebevoll miteinander um. Das heißt, sie versuchen nicht gewaltsam irgendetwas durchzusetzen. Bei uns Menschen sieht das teilweise dann leider wieder anders aus. Also wenn der Hund an der Leine zieht, wird gerne mit Würgehalsband gearbeitet etc. Wenn zu viel Gewalt in der Hundeerziehung mit eingespielt wird, dann kann es schon zu einer gestörten Beziehung kommen, beziehungsweise geht dann auch die Bindung verloren. Ja, in dem Fall muss schon sehr, sehr viel vorgefallen sein. Also ich habe immer wieder Hunde auch aus dem Tierschutz, die bei den kleinsten Signalen abblocken, starke Übersprungshandlungen zeigen, starke Stresssignale zeigen. Da kann man dann davon ausgehen, dass sie die Kooperation mit dem Menschen negativ verknüpft haben. Naja, das kann schon sein, ein einfaches Sitz zum Beispiel. Wenn ich dem Hund das Sitz gebe, er wendet sich dafür aber von mir ab, schnüffelt sehr stark an einer Stelle oder widmet sich einfach ganz anderen Dingen, die nicht zu der Situation passen. Auf gar keinen Fall jetzt unbedingt diese Signale durchsetzen wollen. Sondern man muss einmal damit anfangen, dass der Hund wieder vertrauen kann und sich respektiert fühlt. Das heißt, es ist ganz wichtig als Hundehalter eines solchen Hundes, dass man auch weiß, was will mir der Hund sagen in diversen Situationen. Ausdrucksverhalten lernen ist hier ganz wichtig, auf den Hund einzugehen, ihm mit Respekt begegnen. Und die ersten Schritte im Training werden dann sicher Verhalten, das der Hund von sich aus zeigt, schon positiv bestärken. Das heißt, ich unterstütze so sein Selbstbewusstsein einmal. Zerstört wäre in dem Fall wahrscheinlich jetzt das falsche Wort. Ja, weil die meisten kommen eben aus dem Tierschutz. Daher mit der Vergangenheit hat der neue Besitzer ja oft gar nichts zu tun. Der Hund neu in der Familie ist und noch gar keine Chance hatte, Gelegenheit hatte, Bindung aufzubauen. Da wäre der richtige Ausdruck eher Vertrauen in den Menschen wieder erlangen. Naja, ich erkläre das Verhalten des Hundes. Und da fließt dann eh schon alles miteinander zusammen. Also das Verhalten des Hundes sagt viel über seine Bindung zum Menschen aus. Das bedeutet jetzt nicht, dass ein Hund, der jagen geht, keine Bindung zu seinem Menschen hat, ja, sondern das ist einfach etwas, was ihm Spaß macht, was in seiner Veranlagung einfach drin ist. Das bedeutet eben nicht, dass er keine Bindung hat. Im Gegenteil, er kann eine sehr starke Bindung haben. In der Regel ist die Bindung eigentlich relativ gut, mit ein paar Ecken und Kanten, an denen man halt etwas feilt. Richtig schlechte Bindungen habe ich bisher selten erlebt, bis gar nicht. Klare Führung bedeutet für mich nicht, dass ich dem Hund ständig sage, was er tun und lassen soll, dass ich ihm vorschreibe, wo er zu pinkeln hat, wo er nicht pinkeln darf, etc. Sondern vielmehr, ich habe für ihn Vorbildfunktion. Ich weiß genau, in welchen Situationen ich wie handle und setze das auch souverän und gelassen durch und zeige ihm das vor. Natürlich sind auch im Alltag gewisse Regeln und Strukturen ganz wichtig, die dem Hund Sicherheit vermitteln. Das ist aber ganz unterschiedlich, je nach Individuum, je nach Wesen des Hundes. Meiner darf zum Beispiel nicht in die Küche, weil er so verfressen ist und mir ständig zwischen den Füßen umlaufen wird. Dafür wird halt im Bett jede Menge gekuschelt.